Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty World War 2 mit mir, alle Wachen 1990 und wir waren das letzte Mal stehen geblieben und zwar 26. Juli 1944, die Festung, ich würde sagen, auf geht's. 26. Juli, wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel, aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Jo, und ich würde sagen, wir gehen direkt da rein, Marigny, Frankreich, 26. Juli 1944, auf zur Festung, ja. Albtraum, hm? Immer wieder werde ich nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir, ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür draufgeht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Ich wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Greg, erschieß ihn! Ich versuch's! Schneller! Alles okay? Tut mir leid, Port. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. In Deckung! Na los! Turner wird den Manövertrupp auf den Platz führen. Unser Job! Unterstützungsfeuer von der Kirche aus. Noch Fragen? Gut. Ich hab ne Frage. Jetzt nichts, Stiles. Es schwingt ein goldener Schwert. Los jetzt. Ich glaube, er mag mich. Alles klar. So, wir haben eine Thompson. Das Haus sichert. Oh, Nate. Ich würde ganz gerne... würde ganz gerne die Dinge sehen. Na gut, egal. So, auf jeden Fall machen wir weiter. Okay, das ist nochmal eine Stadtmarke jetzt sehen. Normalerweise haben wir eine... Ich weiß gar nicht, eigentlich die Originale. Ach, scheiße. Fuck. Ich hab vergessen, dass wir hier Medikits haben. Na gut, egal. N? Wieso kann ich da Dingens machen? Ach so, Smokes, okay. Oh, fuck. Nee, ist okay. Da können die Mörser rein, ist okay. In den Haus rein. Okay, oder auch nicht. Fuck. Egal. Ich muss halt erstmal wieder reinkommen. Okay, das ist ein Mörser-Typi, alles klar. Das heißt, wir lassen das mal. Das heißt, wir sichern mal ganz kurz das Haus. Ich war nämlich eben so ein bisschen... von der Thompson irritiert, weil normalerweise bin ich der Meinung, war das nicht die 1928er Thompson, die hatten, sondern die Thompson M1A1. Weil die 1928, wie gesagt, da kann ich mich auch gerade täuschen, die 1928er war eigentlich die sogenannte Tommy Gun mit dem Drum Mag, was ihr eigentlich, was ihr bei Pearson gesehen habt. Mit dem 50 Schuss Drum Mag. Oh. Und nicht mit dem... Ah, okay. Und nicht mit dem normalen. Zack. Ich muss halt erstmal wieder reinkommen. Muss kurz meinen Monitor wieder ein bisschen umstellen. Auch meine COD-Einstellung. Und dann passt es.
So, auf jeden Fall macht es auf jeden Fall Laune, das mal wieder weiterzuspielen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute aufnehme. Ich denke mal so ein bisschen auf jeden Fall. Natürlich. Natürlich. Ich brauche irgendwie... Da. Nein. Da ist noch die andere. Ich weiß es nicht, wie die Thompson jetzt hieß. Oder war das die von vornherein, die Thompson? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, ob die Thompson auch so einfach 1928 hieß. Ich bin der Meinung, dass es aber nochmal Thompson M1A1 oder sowas hieß. Weil wir haben jetzt ja die M1A1 Karabine. Die ist mir bewusst. Das ist auch halt eine Halbautomatik mit, wie die M1 Garand. So, zack. Halt nur, dass die ein komplettes Magazin hat. So. Jetzt haben wir auch mal wieder eine ordentliche Waffe. Das war eine gute alte MP40. Und verletzt. Ja, ich muss halt echt erstmal wieder reinkommen mit dem Dingens. Kurz mal gucken, ob hier irgendwas ist. So. Das bist du. Da bist du. Dich möchte ich ganz gerne haben. Erstmal nochmal Medipack. Also es, ich muss halt echt wieder reinkommen. Das ist echt hart, wenn du halt den Singleplayer, den Multiplayer spielst. Und da musst du halt dafür... Ja gut, ich würde mal sagen, das war knapp, ne? Das war halt echt knapp. Das ist halt wie ein SDKFZ. Fragt mir jetzt nicht, welche Nummer. Ich habe gerade keine Ahnung. Könnte 128er sein. Normale Half-Track-Truppentransporter, relativ gut geschützt, gut gepanzert für so einen Half-Track und dann oben mit der mit dem MG. Gut, geschützt benutzen brauche ich jetzt nicht. Okay. Na, also doch. Cool, Alter. Es macht das sogar richtig auf. Das seht ihr mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube insgesamt 12 Mann, also Fahrer, Beifahrer, MG-Schütze. Das Ding ist natürlich jetzt wieder unendlich Schuss, alles klar. So, du gehst da oben erstmal weg, kann aber überhitzen, klar, logisch. Weil irgendwie bei 1200 Schuss in der Minute ist schon hart. Ist klar, dass da irgendwie denn da eine gute Hitze entsteht. Auf jeden Fall macht echt Laune. Ich bin noch... Eieiei. Das ist nämlich normalerweise die... Das ist normalerweise die 1928. Und nicht die, die ich hatte. Wie gesagt, ich kann mich also gerade täuschen, aber ich bin der Meinung, dass das so war, dass das die Thompson M1A1 war. So, und dann würde ich sagen, wir steigen mal in eine Kirche ein. Sollen sie ja weiterhin einnehmen? Wo sind sie hin? Sie müssen geflohen sein, als wir uns gehört haben. Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen. Aufstocken, bevor wir zum Turm gehen. Hey, kommt der hin? Wieso gehen Juden nicht in die Kirche? Sie haben Synagogen. Scheiße! MG im ersten Stock! Hinterhalt! Hinterhalt, ja. Huch. So, die sind alle kaputt. Da haben wir nochmal einen. Ich bin auch doch wieder am Überlegen. Ich weiß nicht, auch wenn ich gesagt habe, irgendwann mal in einem Live-Commentary, pass auf, wir machen... ich will mir doch erstmal keinen Großmembraner holen. Hi. Aber irgendwie bin ich doch dazu verführt, doch meine Audioqualität zu verbessern. Mikrofon ist aber an, ja. Und was denn halt wirklich zu einem Rode NT1A oder einem Procaster gehen würde. Aber die Frage ist halt erstmal das Geldtechnische und zweitens, ob das halt wirklich gebraucht wird. Ich weiß es nämlich nicht. An sich ist es ja nicht zum Schaden, die Audioqualität halt irgendwie zu verbessern. Ich weiß halt nicht, wie ihr das seht, ob die Qualität... Ja. Okay. Ob das für euch noch weiterhin so klar geht oder ob ich da wirklich in eine bessere Qualität investieren soll?
Daniel, Stiles, mitkommen. Wir geben vom Turm aus Deckungsfeuer. Bin froh, dass du da oben aufpasst. Kein Druck. Keine Sorge, ich gebe dir Deckung. Hoffentlich. Alle Mann die Treppe rauf. Bewegung. Okay. Oder was ihr davon haltet. Ich denke mal, deswegen nochmal in einem Live-Commentary ansprechen. Keine Höhenangst. Würde das was ändern? Wie gesagt, weil ich möchte ja meinen YouTube-Content auch die Qualität relativ hoch halten. Auch wenn sie definitiv höher geht. Auch von 60 FPS und sowas, aber das ist aktuell mit der Leitung nicht möglich. Ich brauche ja so schon teilweise anderthalb Stunden, um ein so ein Ding ins Hochzuladen. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich 60 FPS erst ab nächstes Jahr drin, wenn die neue... Ja. Nächstes Jahr ist drin, wenn die neue Leitung da ist. Zack. Daher noch aktuell halt 720p mit... Ja. Da ist noch eine Flak auf dem Hof. Unbemannt. Im Auge behalten. Okay. Den haben wir. Huch. Deswegen halt noch 30 FPS und 720p, obwohl es eigentlich auch okay ist. Auch wenn 30 FPS schon lange nicht mehr so in sind. Ich denke mal, kann man das aber immer noch gucken. Da, den habe ich noch gesucht. Aber naja, wie gesagt, ich möchte erstmal die Qualität an sich erstmal ein bisschen hochschrauben. Ist... Zack. Sie nageln unsere Jungs fest. Auf ihre Geschütze feuern. Huch. So, erstmal grob die ganzen Dinge ins Ausschalten der Zeit mit unserer kurzen... Sie kommen den Flachs näher. Ja, okay. Zack. Interessant, dass auch die so eine kurze Fokuszeit ist. Wie bei... Ja. Wie bei Sniper Elite. Beziehungsweise Sniper Ghost Warrior. Sniper Elite wird auf jeden Fall auch kommen. Wie gesagt, das wird auch... Wird direkt hier nachkommen. Als Singleplayer. Aber wie gesagt, ich weiß es halt nicht, ob das... Könnt ihr auch mal ein Ding sagen, oder ob ich da jetzt wirklich was ändern soll an der Audioqualität. Wie gesagt, ich finde, die ist gar nicht so schlecht. Von meinem Headset-Mikrofon. Ich nutze ja mein Gamescom Plantronics Mikro. Und so schlecht finde ich es ehrlich gesagt gar nicht. Natürlich, ich übersteuere teilweise. Ich bin aber nichtsdestotrotz relativ klar und all drum und dran zu hören. Daher ist es jetzt nicht ganz so wild, wenn es nicht sofort ist. Aber ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Mal schauen. Kommt aus der Kirche. Ja. Ich hab dich verstanden! Nein! Aus dem Weg da! Das war knapp. Raus da! Schneller! Aber man sieht, dass die deutsche Version ankert ist. Nur halt die NS-Symbolik ist halt rausgeschnitten. Mein Gott, das macht jetzt keinen Abbruch. Wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn sie drin geblieben ist, aber naja. Also, mir ist es relativ egal, ob sie nur drin ist oder nicht. Aber egal, das... Aua, Alter! Eieiei. Und jetzt die Glocke. Hundertprozentig die Glocke. Es ist so klar, dass ich mich jetzt befreien muss. Mann... Das war knapp. Bewegung!